Hey und willkommen zurück zur nächsten Folge der Football Manager 2022 Karriere mit dem FC Karlsruhe Sena. Und wir starten endlich rein in die Rückrunde. Hat ja ein bisschen gedauert, bis eine Folge online kommt. Ich weiß, ist alles ein bisschen schwierig mit Aufnehmen, aber ich versuche so viel wie möglich hier rauszuhauen. Wird die nächsten Monate nochmal schwierig wegen Prüfungen, aber danach wird mehr geben, versprochen. Aber viel wichtiger ist bezüglich Content, morgen gibt's ein Livestream, das wollte ich noch ganz kurz ankündigen, auf Twitch. Und zwar um circa 16 Uhr wahrscheinlich. Und dort werden wir die Gladbach-Karriere weiterspielen. Würde mich freuen, wenn du damit einschaltest. Dann werde ich ein bisschen voranpushen. Transfers machen wir da und so weiter und so fort. Und das wollte ich mit euch mal zusammen machen. Und ihr habt dort bei der Gladbach-Karriere auch schon in den Kommentaren gemeint, dass ihr da auch an sich Bock drauf hättet. Und ich habe da riesig Bock drauf. Sprich, das gibt's morgen. Greifi-Live heiße ich dort, sprich, schaltet sehr gerne mal ein. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und jetzt kommen wir aber hier zur Jena-Karriere, denn wir starten, wie gesagt, eine sehr wichtige Rückrunde, und zwar möchte ich aufsteigen. Stand jetzt sind wir 3 Punkte vom zweiten gegen Chemie Leipzig. Das Spiel schauen wir uns auch gleich an. Bevor wir aber dazu kommen, noch ganz kurz die Transfers, die ich noch eintüten konnte, denn wir sind nämlich schon am Ende der Wintertransferphase. Und zwar haben wir noch einen Spieler geholt, also eigentlich zwei. Den anderen zeige ich euch noch. So, Phil 7 sieht meiner Meinung nach sehr gut aus. Zielstrebigkeit von 16 ist natürlich richtig schön. Die Physis sieht sehr gut aus. Sprunghöhe hat er, Schnelligkeit hat er. Und das als zentraler Mittelfeldspieler. Er kann gut passen. Tackling und Technik und Ballannahme sieht auch nicht schlecht aus. Sprich, ich finde ihn sehr gut. Könnte man nach vorne ziehen, könnte man aber auch nach hinten packen. Im Zentrum kann er alles machen. Und der gefällt mir richtig gut. Hat vorher unter anderem bei Düsseldorf sehr viel gespielt in der zweiten und bei Paderborn. Und der wird unser Mittelfeld verstärken. Bürger und Strauli sind immer noch gesetzt, aber er soll da so ein bisschen Druck machen, weil Schau mir da zu wenig Stammplatzgefahr sozusagen für die zwei ausgestrahlt hat. Sprich, 7 soll das Ganze jetzt machen. Schau wird dementsprechend dann ein kleiner Rotationsspieler, sage ich jetzt mal. Die Mannschaft in dem Sinne, wie sie hier aufgestellt ist, spielt so normalerweise nicht. Ist aber eigentlich auch komplett nebensächlich, denn ich wollte euch eigentlich ihn hier zeigen. Terziades habe ich hochgezogen, ganz einfach aus dem Grund, dass der die A-Jugend zerschossen hat. 24 Spiele, 11 Tore, 12 Vorlagen. Musste ich hochziehen. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, er wird auch seine Sache sehr gut machen in der ersten Mannschaft. Das schauen wir uns dann aber in der nächsten Folge nochmal an, wenn wir den Rückblick machen. Aber der gefällt mir richtig gut, hat auch noch richtig gut Potenzial hier. 18 Jahre jung, griechisch, ja, passt einfach in die Philosophie und passt auch sehr gut in die Mannschaft rein. Und dann wollte ich euch noch ein Talent zeigen, den wir im Verlaufe der Saison hochziehen werden. Also zu dem Zeitpunkt hier noch nicht, aber so zum Ende der Saison. Und der wird nächste Saison definitiv im Kader eingeplant sein als Backup für die hängende Spitze. Und zwar ist das niemand Geringeres als Marvin Scherer. 16 Jahre jung, den kennt ihr bestimmt schon vom einen der letzten Youth Saves. Der Typ ist krank. Der Typ ist krank, also die Werte für den 16-Jährigen. Und wie gesagt, als hängende Spitze gefällt der mir richtig gut. Gut, muss man ein bisschen Dribbling aufpacken, aber trotzdem Passenwert ist überragend. Der ist relativ schnell, Kraft fehlt noch ein bisschen, da trainiert er aber. 26 Spiele, 18 Tore, 3 Vorlagen. Ich glaube, viel mehr muss ich dazu nicht sagen. Der hat es absolut verdient, hochgezogen zu werden, auch wenn er 16 Jahre jung ist. Übrigens Rekordspieler. Schauen wir uns dann auch nächste Folge nochmal an, wie gut er das dann gemacht hat. Aber der wird nächste Saison auf jeden Fall eingeplant sein als Backup. Sprich, sehr wahrscheinlich werde ich dir dieses verleihen, weil verkaufen will ich den ganz bestimmt nicht. Aber einfach, der hat mehr Spielpraxis verdient. Ich meine, wir sehen hier 8 Spiele, 11 Mal eingewechselt, aber trotzdem 5 Tore gemacht. U-Nationalspieler. Der muss mehr spielen. Dementsprechend habe ich eigentlich vor, den nächstes Jahr zu verleihen, einfach weil er es verdient hat. So viel dazu. Jetzt kommen wir zu den Spielen zur Rückrunde und wie das Ganze läuft und ob wir den Aufstieg schaffen oder nicht. Ja, das war natürlich Quatsch. Ich habe nämlich noch den guten Noel Knote vergessen. Den haben wir auch noch geholt. Weiterer Innenverteidiger, unter anderem bei Nürnberg, wo er mir schon ein Begriff war. Den haben sie in echt, glaube ich, auch abgegeben, was ich nicht ganz verstanden habe, weil ich den eigentlich immer richtig gut fand, wenn er gespielt hat. Dementsprechend habe ich gedacht, hier war auch ablösefrei zu haben. Holen wir uns. sieht eigentlich echt nicht schlecht aus, hat Potenzial nach oben. Und ich fand es besser, dann doch 4 Innenverteidiger zu haben, anstatt 3. Wir sehen, es sind nicht wirklich viele, aber der macht Makliksa, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, macht auf jeden Fall nochmal Konkurrenz, obwohl ich schon mal sagen kann, dass an dem Mann aktuell kein Weg vorbeiführt. Aber genauso soll auch Slamar Konkurrenz machen, denn er ist 28 Jahre jung, alt, wie auch immer. Wird aber so langsam auch nicht mehr besser. Dementsprechend
hat er jetzt auch nochmal Konkurrenz bekommen. Und dann haben wir auch noch Spieren, der ebenfalls ziemlich gut am Start ist. Das wollte ich einfach nochmal gesagt haben. Und jetzt viel Spaß. So, dann würde ich sagen, starten wir mal rein in das Ganze. Wir gucken ganz kurz noch die Ergebnisse an, bevor wir dann in das Spiel gegen BSG Chemie Leipzig reingehen. Und wir sehen eigentlich, dass soweit, ja, es lief eigentlich ganz gut. 2-2 gegen Hertha muss man eigentlich gewinnen. Dann gewinnen wir aber dafür 3-0 gegen den Berliner FC Dynamo. Und danach gegen Hertha BSC ist zweiter, gewinnen wir auch 3-1 souverän. Hatten wir ein bisschen Berliner Wochen und jetzt geht's nach Leipzig. Das schauen wir uns gleich an. Und ja, wie gesagt, erster gegen zweiter, das wird ganz spannend werden. Und unter anderem das Spiel an der Fahner Höhe werde ich euch dann nicht zeigen. Aber das ist halt das Viertelfinale im Thüringer Landespokal und gegen Erfurt. Das Spiel schauen wir uns nachher noch an. Warum, wieso, weshalb, sehen wir dann. Aber jetzt gehen wir erstmal in das Spiel gegen Chemie Leipzig. Und die erste Chance sehen wir jetzt hier von den Leipzigern, die da versuchen gleich mal Druck zu machen. Jedoch klappt das nicht so gut. Maklika haut das Ding erstmal raus, klärt den aber nicht super souverän. Timo Mauer mit der Flanke wird aber auch abgefangen. Und jetzt läuft der Konter über Wolfram. Und das werden wir in der Partie noch ein paar Mal sehen, beziehungsweise ich weiß nicht, wie oft ich es reingeschnitten habe, aber theoretisch kam es in dem Spiel sehr häufig vor. Langer Ball, Leon Bürger. Und dann steht es auch schon 1-0 nach 24 Spielminuten. Leon Bürger mit einer überragenden Saison bisher und wir schauen uns aber viel lieber jetzt nochmal den Pass von seinem kongenialen Mittelfeldpartner Straudi an. Schaut euch den Pass an, wunderschön in den Lauf und Leon, ja, der traut sich auch mittlerweile ab und zu mal weiter nach vorne und schiebt das Ding dann souverän rein und ja, dann steht es auch schon 1-0. Ein paar Minuten später wieder übers Zentrum vor allem und wieder die Seite von Wolfram schön auf Iyamba und der macht sein 19. Saisontor. Der Typ ist einfach on fire in diesem Jahr und ich kann schon mal vorwegnehmen, wir können seinen Vertrag verlängern. Egal, ob wir jetzt aufsteigen oder nicht. Ich habe den Vertrag verlängert. Ich weiß aber bloß noch nicht, ob vielleicht dann doch noch ein Angebot reinkommt oder so, was wir dann nicht ablehnen können. So ähnlich war das ja letztes Jahr ebenfalls mit Yilmaz, der dann mehreres niedriges 100.000er Angebot bekommen hat. Ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, aber ich glaube 200.000 oder so. Iyamba übrigens jetzt mit dem 3-0. Nee, aber wenn für den ebenfalls so ein Angebot reinkommt, dann haben wir nicht die finanziellen Möglichkeiten, das mal so eben abzulehnen. Sprich, da müssten wir dann wahrscheinlich dann sagen, okay, wir geben ihn ab, auch wenn der Vertrag verlängert wurde. Aber ich habe die Hoffnung, dass er selber dann sagt, ich möchte gar nicht wechseln. Sprich, da müssen wir schauen. Aber es wäre natürlich super, wenn er bleiben würde. Wir sehen einfach warum, 20 Saisontore mittlerweile und der macht es einfach überragend dort im Sturm. Jetzt sehen wir hier Hoppe auf den Außen, langer Ball, Wanner ist da und den Mann werden wir in dieser Folge noch häufiger sehen. Steht 4-0 gegen den zweiten übrigens, was ich euch aber noch nicht gezeigt habe, um ein bisschen Spannung auch da zu lassen, dass wir mittlerweile schon gut Vorsprung haben. Schauen wir uns dann nach der Partie nochmal an. Schöne Flanke hier, Wanner mit dem Kopf, sieht man glaube ich auch nicht jeden Tag. Aber wie gesagt, den Namen könnt ihr euch mal merken und Leon Bürger dann noch mit einem Freistoß, aber der geht knapp drüber und tatsächlich gab es dann auch nochmal die große Chance hier für die Leipziger, Doppelchance tatsächlich, aber den ja, Gnadentreffer gab es da nicht. Wir sehen die Werte auch nochmal, richtig gutes Spiel, Ribeiro wie gesagt als hängende Spitze überragend, Wanner kommt so langsam rein in das Ganze und alles in allem überragende Partie, muss ich sagen, und wir sehen hier 12 Punkte sind es jetzt sogar. Also, das sieht ganz gut aus, sagen wir es mal so. Also im Punkto Titel sieht es wieder ganz gut aus. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir müssen dieses Jahr wieder Aufstiegsspiele spielen wie letzte Saison. Und das lief ja letztes Jahr nicht ganz so gut. Aber bevor wir jetzt zu den Aufstiegsspielen kommen, schauen wir uns das Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt erstmal an. Und ja, da kommen wir jetzt dazu. Nee, kommen wir nicht. Ja, so viel dazu. Wir haben erstmal nochmal einen Youth Intake. Wunderschöne Sache immer, da freue ich mich immer riesig drüber. Vor allem, weil die so gut aussehen immer. Also wir haben ziemliches Glück, was die Jugendspieler angeht. Hier zum Beispiel Sebastian Hauser hat nicht mal riesen Potenzial, aber die physischen Werte sehen absolut machbar aus. Dann haben wir noch Marlon Andörfer. Auch hier wieder gute Werte mit dabei. Man darf halt nicht vergessen, dass sie noch ziemlich jung sind, vor allem beidfüßig, was auch immer sehr cool ist. 15 Jahre jung, 2007er Jahrgang. Da fühle sogar ich mich langsam alt. Nee, die haben natürlich noch diesen Entwicklungspotenzial, das darf man nicht vergessen. Melchner, ja, der Youth Intake war nicht so gut wie der letztes Jahr, aber trotzdem für den Verein, den wir haben und Zielstrebigkeit von 17, sprich, die können wir auch noch ein bisschen umformen. Von den Werten her bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das ein IV wird.
Vielleicht auch ein Sechser oder so, aber eigentlich, nee, dafür kann er nicht passen. Also eigentlich ist er schon richtig dort in der Innenverteidigung. Den müssen wir einfach nur ein bisschen jetzt noch fördern und da so ein paar Spieler an die Hand geben und dann könnte da auch was Gutes draus werden aus dem Jungen. Wie gesagt, die Zielstrebigkeit ist sehr schön. Und dann haben wir noch Justus Kämpfe. Und der hat eigentlich schon solide Werte, aber ist weder als Innenverteidiger meiner Meinung nach geeignet, noch als linker Verteidiger. Weil als Außenverteidiger ist er zu langsam und kann nicht flanken. Und als Innenverteidiger ist er zu klein. Sprich, wie wir jetzt auch hier sehen, der wird wahrscheinlich Sechser spielen. Ich habe gerade die zwei Jungs ein bisschen vertauscht. Ihn wollte ich umtrainieren auf einen Sechser. Und ich glaube, dass die Werte da auch ziemlich gut zu passen. Mal schauen, wie lange das dauert. Aktuell spielen wir auch gar nicht mit Sechser. Sprich, das ist dann mal eine andere Sache. Aber ja, so viel erstmal zu der Personalie. Aber trotzdem, vom Potenzial her sind die zwei natürlich super. Ich habe die alle ins Boot geholt, auch die guten Talente, weil wer weiß, wie das Ganze so aussieht. Und jetzt geht's dann doch rein ins Spiel gegen Erfurt. Und zwar aus dem einfachen Grund, wir können den Titel klar machen. Und genau deswegen sind wir motiviert. Wanner ist da, macht das 1:0. Und sein 7. Saisontor, was mich ein bisschen verwundert hat, weil ich glaube, beim letzten Spiel ja schon sein 7. gemacht hat. Kann aber auch sein, dass ich mich verguckt habe. Das werden wir dann sehen. Terp Saide spielt übrigens, das habe ich ja schon angekündigt, dass der mehr Spielpraxis bekommt, weil auf rechts außen ist so ein bisschen, da ist alles, also generell die Außen sind sehr flexibel, was das angeht, wen ich da spielen lasse. Im Sturm ist ein bisschen klarer, da spielt natürlich Jamba, Tor Nummer 26. Sind nochmal ein paar dazugekommen seit dem letzten Spiel. Und nee, auf den Außenpositionen, das wollte ich nochmal sagen, also sowohl rechts als auch links wird sehr viel rumrotiert. Ribeiro kann da spielen, obwohl er mir als Zehner / hängende Spitze viel besser gefällt. Wanner kommt endlich rein, so langsam. Hinrunde war noch nicht so gut. Rückrunde, muss ich sagen, echt stark. 7 heute auch mal von Anfang an und dann ist da der junge Terp Saidis und er macht sein 5. Saisontor. Leute, den Mann habe ich im Winter hochgezogen. Er hat 5 Tore gemacht, er ist 18 Jahre jung. Rechter Außenbahnspieler und ich glaube, der wird uns in Zukunft auch nochmal einige schöne Momente bescheren. Terp Saidis natürlich, ich habe mich irgendwie jetzt auf Terp Saidis eingefleischt. ja, da bin ich auch mal gespannt, wie der Junge so in echt ist, weil ich ihn da tatsächlich nicht kenne, aber hier im FM scheint er ein ganz gutes Talent zu sein. Und es sah alles ziemlich klar aus mit dem 3-0, bis dann der gute Herr Hinzen kam und gesagt hat, nee, ich möchte hier unseren Konkurrenten aus Jena, unseren Erzfeind, weiß nicht, diese Aufstiegsfeier nicht so schön gestalten, macht hier sein erstes Tor und der ist gleich wieder im Blickpunkt, weil er hier auch sein zweites Tor macht. Leonard Hinzen hat was dagegen, dass wir Meister werden gegen Erfurt in Erfurt, was natürlich nochmal eine richtig schöne Machtdemonstration ist, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, letzten Endes wird, obwohl, ich so sicher bin ich mir gerade gar nicht mehr, wir haben nochmal einen Freistoß, nee, der war nicht drin, gut, nee, bleibt doch dabei. Jetzt ist das Spiel dann auch aus. Wir werden Meister, wir holen uns den Titel und das ist eine sehr schöne Sache. Und dann auch noch in Erfurt, gegen Erfurt, was gibt's Besseres? was auch cool ist, dass Erfurt wahrscheinlich die Klasse halten wird. 27 Punkte, 6 Punkte Vorsprung, beziehungsweise sie werden die Klasse halten. Das kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Ich glaube, da muss ich jetzt keine Spannung draus machen. Was sehr cool ist aus einem anderen Grund. Den werde ich aber euch noch vorenthalten für die nächste Folge, denn es ist sehr witzig, finde ich. Zeige ich euch aber dann erst. Aber trotzdem, es sieht alles sehr gut aus. Und jetzt gehen wir ins Pokalfinale auch schon gegen Wacker Nordhausen. Ebenfalls lustige Geschichte. Sowohl Osman als auch Simon, als auch der Stürmer, den ich jetzt leider gerade vom Namen her nicht mehr gesehen habe, sind alles unsere Leihspieler. Plus nochmal 1-2 auf der Bank. Zudem spielen hier heute mal Bühler. Als Rechtsverteidiger ist er eigentlich nur noch Ersatzmann. Obwohl er als Ersatzmann fast zu gut ist. Also Bühler ist ein Top-Rechtsverteidiger. Dann auf der Linksverteidigerposition wird uns der Mann leider verlassen. Einfach weil er alterstechnisch nicht mehr so ganz dabei ist. Hier erste Torchance jetzt von Jamba und dann ist das Ding auf einmal drin. Ich glaube Ribeiro weiß selber nicht, wie der Ball reingegangen ist. Mballer Mwuwu weiß selber nicht, wie der Ball reingegangen ist. Ich glaube, niemand im Stadion weiß, wie der Ball reingegangen ist. Ich habe noch nie so ein Tor, nicht kassiert, sondern gemacht. Also, ja, äußerst unglücklich von dem Vogo.
kann man ihm ja nicht mal unbedingt Vorwurf machen. Ribeiro schaltet einfach super schnell und hat seinen Kopf im richtigen Weg. Wolfram jetzt hier, aber dann im Vogo mit einer Glanztat. Also der hat das eigentlich echt gut gemacht in dem Spiel, aber das sah halt echt unglücklich aus. Und dann mal erste Torchance hier von den Nordhäusern. Und Zetlak, unser Pokalkeeper, kann ihn aber zum Glück halten. Und dann sind wir auch schon in der zweiten Halbzeit. Bühler ist das über die rechte Seite, Flanke in die Mitte. Jamba im Vogo noch da, aber Ribeiro schon wieder der Nutznießer. Macht den Abstauber rein, 21. Saisontor. Und Ribeiro, muss ich sagen, das wird sehr schwer sein, den zu halten. Der hat auch einen ziemlich hohen Marktwert, vor allem für einen Viertligaverein. Das kann ich euch auch nächste Folge nochmal zeigen. Ich gehe ja dann den Kader auch nochmal durch. Es wird sehr schwer werden, den zu halten. Schauen wir uns aber alles dann nochmal an. Überragende Partie hier. Warum? Ganz einfach, jetzt der Ball auf Wanner. Und der Typ hat einfach Bock auf Live-Spiele. 8. Saisontor. Merkt ihr euch? Letztes Spiel 7., davor das Spiel 6. Der Typ trifft nur, wenn die Kamera an ist. Ich sollte alle Spiele live machen, dann macht Wanner in der Saison 40, 50 Tore. Der Typ ist kamerageil, anders kann man das nicht sagen. Ja, aber die Nordhäuser haben sich tatsächlich nicht aufgegeben, was ich sehr cool fand. Bleiben da dran, versuchen da weiter Druck zu machen. Jetzt auch nochmal eine Torchance wieder, es ist Asimari oder so ähnlich. Aber trifft erneut nicht. Hagemann übrigens, unser Stürmer, den ich vorhin vom Namen her, kann ich nochmal erwähnen, nicht mehr wusste. Der hat übrigens die 5. Liga ziemlich gut zerschossen. Müssen wir schauen, inwiefern wir mit ihm planen, obwohl ich glaube, dass der für die Liga-Angehörigkeit dann doch, also die wir nächstes Jahr vielleicht haben werden, dann nicht gut genug ist. Aber das ist jetzt erstmal egal, denn wir holen uns den Titel erneut. So langsam kann man ja sagen, dass das unser, dass wir da schon ein Dauerabo haben, was sehr schön ist, weil das ist gleichbedeutend mit Dauerabo im DFB-Pokal. Und das ist sehr, sehr wichtig, zum einen von Geld her, zum anderen ist das ja schon nochmal geil, dann gegen große Vereine sich auch messen zu dürfen und dann gegen den Pokal. aber das ist schon eine sehr coole Sache mit dem DFB-Pokal und allem, weswegen ich dem Ganzen da auch sehr positiv gestimmt bin. Wir schauen auch gleich nochmal drauf, wie oft wir das Ding jetzt auch schon in den letzten Jahren geholt haben, was nämlich gar nicht mal so selten ist. So, gut, genau, da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Erstmal sehen wir jetzt nochmal, dass wir ein bisschen Geld natürlich dafür bekommen haben. Wir feiern das kleine Double. Viel mehr können wir natürlich auch gar nicht gewinnen. Also so gesehen haben wir alles gewonnen, was wir gewinnen können. Abgesehen von den Aufstiegsspielen, weil die spielen wir dann gleich. Vorher aber erstmal noch, gegen wen geht es ran? Gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Die stehen tatsächlich bei sich in der Liga auf Platz 1, vor 1860 sogar und der zweiten Mannschaft von Greuther Fürth, sprich, das kann sich sehen lassen, 83 Punkte. Wir haben sogar 86 Punkte und gerade mal 2 Niederlagen, unter anderem gegen Leipzig und gegen Auerbach. Gut, kann mal passieren. Dennoch, also das sieht eigentlich so aus, als wäre das ein Duell auf Augenhöhe, würde ich sagen. Gut, vielleicht Unterhaching noch ein bisschen mehr in der favorierteren Rolle, einfach aus dem Grund, dass die in Bayern spielen und nicht in Nord-Nordost. Nur Nordost. Aber wir schauen uns aber nochmal ganz kurz die Spiele vorher an, die geschehen sind. Einfach damit ihr auch nochmal einen Überblick habt. Wir haben teilweise echt viele Tore geschossen. Und ich denke, das ist ganz interessant auch zu sehen, wer so mal wie getroffen hat. Aber jetzt gehen wir, wie gesagt, rein in die 2 Spiele. Und ihr könnt euch bestimmt schon denken, wie aufgeregt ich war vor dem Spiel. Ich war das letzte Saison schon vor den Aufstiegsspielen. Die liefen nicht so gut. Dementsprechend war ich nochmal aufgeregter vor diesem Spiel. Und spielen tut eigentlich fast die komplette Stammelf, abgesehen von einer Personalie, und zwar Leon Bürger, war für das Spiel, glaube ich, gesperrt oder sogar verletzt. Erste Torchance ist erstmal nach überragender Bühler-Flanke. Was ich sagen wollte, deswegen spielt Fried im Zentrum, aber der kann das eigentlich auch. Dementsprechend, der soll das da auch einigermaßen gut machen. Dann gab es die 2. Torchance hier seitens Unterhachings, aber viel mehr ist in der ersten Hälfte tatsächlich nicht passiert. Außer dass hier noch
über die rechte Seite, die das sehr gut macht. Und Iyamba ist eigentlich quasi durch, aber der wird noch gerade so abgegrätscht. Und dann 47. Spielminute, Fried ist das. Schöner Ball, Iyamba. Und dann steht's 1-0. 30. Saisontor von Iyamba. 1-0 in Unterhaching. Und das ist natürlich ein unfassbar wichtiges Tor. Und da ist mein Puls mal ein ganz bisschen wenigstens runtergegangen. Ich war dennoch noch sehr aufgeregt, aber dennoch wunderschöner Steckpass hier von Wied. Wie gesagt, der hat das da echt gut gemacht als Leon Bürger Ersatz und Iyamba ist da. Und dann mal ungeschnitten, einfach vom Anstoß weg. Schaut euch das Ganze mal an. Wie gesagt, 47. Spielminute ist 1-0 gefallen. Jetzt wollte Unterhaching direkt ausgleichen. Klappt aber erstmal nicht. Knote spielt heute übrigens auch. Aufgrund von Verletzung von Makinka. Der kann im Rückspiel auch nicht spielen. Und Slamar ist im Rückspiel gelb gesperrt. Kann man so viel schon mal vorwegnehmen. Gleiches gilt für Wied. Aber dennoch, schöner Spielaufbau jetzt hier. Und dann hat Straudi jetzt mal eine Idee. Schöner Ball auf Ribeiro, der rüber. Und Wanner ist natürlich wieder da. Trifft erneut. Ich glaube, der hat in jedem Spiel jetzt getroffen, was wir uns hier gerade angeguckt haben. Und gefühlt aber auch nur in diesen Spielen. Wunderschön rausgespielt. Und dann steht es 2-0 nach knappen 2 Minuten. Oder zwischen den beiden Toren liegen knapp 2 Minuten. Und das alles noch unter 5 Minuten nach der Halbzeitpause. Und es soll ungefähr so weitergehen. Langer Ball jetzt hier von Knote, eigentlich geklärt, aber Halbig bekommt den Ball. Einer unserer Top-Vorlagengeber auf unseren Top-Torjäger. Und dann steht es 3-0. Innerhalb 15 Minuten nehmen wir hier Unterhaching auseinander. In Haching. Und das überragend. Halbig hat das Auge im perfekten Moment gespielt. Also besser geht das gar nicht. Und Iyamba bleibt dann eiskalt vor der Kiste und macht das 3-0. Und jetzt sah das Ganze doch ziemlich gut aus. Und dann schiebt Wanner links auch nochmal an. Bringt den Ball dann nicht rein, sondern auf Hoppe. Der auf Wolfram, der auf Straudi. Und der sieht natürlich Wanner, der Mann für die Kamera. Macht hier auch noch ein Tor. Und das ist ein ziemliches Eierding. Da sieht der Torhüter gar nicht gut aus. Aber uns soll es egal sein. 4-0. Und jetzt soll das Ding doch eigentlich durch sein. Ich sage bewusst eigentlich, denn ja, in diesen Aufstiegsspielen ist alles möglich. Wieder vom Anstoß weg hier. Die Torchance jetzt für die Hachinger rüber auf die rechte Seite. Der Mann zieht in die Mitte, wird da nicht wirklich gestört, sieht dann da den Linksverteidiger und er kann den Ball jetzt seelenruhig in die Mitte bringen. Aber zum Glück kann Müller parieren. Ein paar Minuten später. Unterhaching will es jetzt nochmal wissen. Und wie? Anschlusstreffer. 77. Spielminute. Und es könnte nochmal spannend werden. Ein Tor noch und es fehlen nur noch zwei auf jener. Was im Rückspiel auf jeden Fall machbar ist. Dementsprechend könnte dieser Riesenvorsprung schon wieder schmelzen. Das ist überragend gespielt, muss man so sagen. Und der Abschluss natürlich auch. Ich glaube, dass der Kollege, den der Name ich jetzt nicht aussprechen will, weil ich es nicht hinbekomme, mal bei Sandhausen gespielt hat. Dedit ist mittlerweile reingekommen, der hat da nochmal frischen Wind reingebracht. Aber nach dem 4-0 lief nicht mehr viel, außer dieses Ping-Pong-Ding hier seitens der Gegner. Und dann wieder Dedit ist knapp drüber. Also wie gesagt, der hat das echt gut gemacht nach Einwechslung. Und dann gab es noch diese Konterchance in der Nachspielzeit, wo ich dachte, warum sind wir so offen, wenn wir 4-0 führen. Und zum Glück wird der Ball aber nicht aufs Tor gebracht. Und dann war das Spiel auch rum. Ja, wir sehen eigentlich Noten ganz gut, abgesehen von den Einwechslungen. Und dann gehen wir direkt rein in die zweite Partie. Und es wurde zum einen durchrotiert, zum einen wegen Sperren. Anis Lamar war gar nicht gesperrt, ist mir gerade aufgefallen. Zum anderen, weil ich einfach auch mal eine Chance geben wollte. Und zwar darf Scherer heute von Anfang an ran. Ist, glaube ich, sogar sein Startelfdebüt. Der hat die letzten paar Spiele häufiger mal nach Einwechslung gespielt. Hier eingewechselt. Schau übrigens auch drinne aus dem Grund, dass beide Rechtsverteidiger gesperrt oder verletzt waren. Sehr bitter, denn der kostet uns gleich mal nach 4 Minuten einen Strafstoß und dann steht es auf einmal nur noch 4-2 insgesamt. Und es wird spannend und mein Herz hat angefangen zu pochen. Da bin ich ganz ehrlich. Das war nicht eine Sache, mit der ich gerechnet habe und auch nicht rechnen wollte. Und das hätte hier noch mehr ins Auge gehen können als 12 Minuten. Einfach der Pfostentreffer. Scherer wird dann noch belegt. Ja, aber wir kämpfen uns ein bisschen zurück in die Partie, weil die ersten 20 Minuten hatten wir echt nichts zu melden. Dann mal über das Zentrum Bürger durfte wieder mitmachen, was ganz gut war, weil wie gesagt gesperrt war. Und dann ist natürlich Dominik Wanner wieder da. Natürlich, der Mann dieser Folge, muss man so klipp und klar sagen.
wenn man zumindest sich betrachtet, wer so die Tore gemacht hat, während wir die Live-Spiele gesehen haben. Denn insgesamt muss es natürlich Iyamba sein, der schon über 30 Tore geschossen hat diese Saison. Aber trotzdem, Banner in der Rückrunde aufgedreht. Und wie gesagt, vor allem, wenn wir live gespielt haben und hier hätte es schon das 2-1 sein können, aber wieder eine überragende Grätsche. Und dann mal wieder die Hachinger im Angriff. Und jetzt haben wir hier so eine Abfolge von vielen, vielen kleinen Chancen. Ging wirklich hin und her und hin und her. Und dann sind wir schon in der zweiten Halbzeit. Wieder ist es Haching, die hier anschieben über Göttlicher oder Göttlicher. Und dann ist letztendlich Hobisch durch. Hopsch. Und er macht das Tor. Und schon ist es wieder eng. Zwei Tore Haching und Jena ist in der Verlängerung. Oder nicht nur Jena, also beide Mannschaften. Ne? Dementsprechend wieder ein bisschen engerer Vorsprung hier der Zeisianer. Ich glaube, keine Sau sagt Zeisianer, außer ich jetzt gerade. Dann haben wir hier Bürger, der sich den Ball dann noch super zurückerkämpft. Iyamba und wieder so ein Tackling. Schon das dritte Mal, dass Iyamba knapp vom Tor voll weggekretscht wird. Dann Scherama, der wirklich einiges versucht hat, aber noch nicht so viel geschafft hat. Aber hier wieder involviert. Ball auf Ribeiro. Ribeiro hat die Idee, sieht Iyamba und der ist eiskalt vom Tor, ist uns mittlerweile bewusst. Und jetzt ist der Deckel so ein wenig drauf, denn es sind nur noch 30 Minuten zu spielen. Klar, da kann noch viel passieren. Aber dass Haching jetzt drei Tore schießt, so sah das Spiel dann auch nicht aus. Wunderschön gemacht dann noch von Scherer, der gerade so schneller noch am Ball ist. Iyamba schleicht sich da im Rücken seines Gegenspielers weg, geht dann schneller zum Ball als er und macht das Tor. Haching hat vieles versucht, aber wenig geschafft. Dann nochmal in der 90. Beziehungsweise in der Nachspielzeit nochmal eine Torchance. Ich wollte das Spiel zumindest nicht verlieren, weil das immer blöd ist, sich nach einer Niederlage zu freuen. Aber wir schaffen es hier eigentlich ganz gut zu verteidigen. Letzten Endes ist Müller da. Der gibt dann jetzt gleich Knote den Ball. Das wollte ich eigentlich einfach auch mal nochmal zeigen. Weil ich das echt nett fand von Knote, weil Knote schenkt den jetzt einfach mal her. Der wollte nur ein bisschen Spannung im Spiel haben. Der hatte keinen Bock auf so ein ganz klares Ding. Aber letztendlich ist Schwieren da und klärt und der macht generell eine richtig gute Partie. Also immer wenn er spielt, zeigt er auch Leistung. Hier nochmal lange mit dem Tackling jetzt. Und jetzt ist das Spiel eigentlich so gut wie vorbei. Es gibt hier nochmal komischerweise keinen Eckball, warum auch immer. Ja, auf jeden Fall ist der Ball dann geklärt. Scherer steckt nochmal durch. Iyamba hätte hier fast das 3-2 machen können, war aber im Abseits. Und dann war es das. Wir haben es geschafft. Wir steigen in die dritte Liga auf. Wie geil ist das denn? Wir haben es endlich geschafft. Ich wollte es letztes Jahr schon schaffen. Jetzt schaffen wir es dieses Jahr. Und ich muss sagen, der Kader ist stark. Wir müssen gar nicht viel machen. Wir müssen vor allem die Spieler halten, die da sind. Ja, wir sehen vor allem Scherer auch mit einer guten Partie. Trotz seiner 16 Jahre. Schwieren hat das gut gemacht, Ribeiro, Wanner natürlich auch. Und wir schaffen es, wir steigen auf. Wie nice ist das denn, bitteschön? Ja, wirklich, da habe ich mich riesig gefreut, sowohl beim Spiel live, als auch jetzt wieder, wenn ich es so sehe. Ja, die Budgets sind bekannt gegeben, aber ich werde jetzt nicht groß Geld ausgeben. Überwiegend wieder natürlich ablösefreie Transfers und alles. Ist, denke ich mal, klar, die Fans sind froh, ich bin's auch. Ja, wir kriegen noch mal ein bisschen was. Aber das soll es gewesen sein. Den Rest machen wir in der nächsten Folge. Sozusagen schauen wir uns dann noch mal alles an, wie das so lief und so weiter und so fort. Ich hoffe, die Folge konnte sich wieder unterhalten. Wir gucken, hier sehen wir noch mal ganz kurz die Tabelle. Aber wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge in entspannten. Schauen uns die Mannschaft noch mal an. Und was ich so für die nächste Saison schon gemacht habe, da habe ich schon ein bisschen was vorweg geplant. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, ciao, ciao.